Hallo, hier ist der Profi-Metzger Ralf. Heute zeige ich Ihnen, wie man einen Schweinebauch auslöst. Einmal mache ich das klassisch mit den Rippen, ziehe sie raus, die Rippen, und einmal mache ich mit der Klinge und schneide sie raus. Das erste, was ich mache, da ist das Zwerchfell, da schneiden wir mal weg. Jetzt mit der Klinge. Ich fange immer hinten an. Sie müssen aufpassen, dass Sie es tief einschneiden. Schön am Knochen. Und hinten den Knorpel weg. Schauen Sie, da kann die Knorpel noch bleiben. So. Immer schön schauen am Knochen, nicht zu tief. Nicht zu tief, gell? Schön ziehen. Da. Noch einmal. Jetzt holen wir die Knochen immer ein bisschen Bratlammer und aufpassen, aber da machen wir die Klinge sofort kaputt. Schauen Sie, jetzt habe ich den Bauch habe ich schön brat geschnitten. Schön lang, jetzt kann ich dann, kriege ich da noch einen, aber so. Dann schmeißen wir die Knochen weg. Jetzt nehmen wir das, machen wir jetzt als Brustspitz. Da ist ein bisschen Blut drin. Schaut, wenn da ein bisschen Blut drin ist. Ist aber nichts. So, schauen wir weg, schaut. Das ist der Brustspitz. Beim Stehen nicht ganz aufgepasst, aber das war nichts tragisch. So, jetzt putzen wir den Bauch gleich zu. Dann nehmen wir wieder das Messer. Wichtig ist, dass der Bauch schön gerade und eckig ist. Gell? Jetzt da schneiden wir schon, da ist ein bisschen Knorpel drin. Es war schon, die Sau war schon ein bisschen älter. Das ist alles ein bisschen zart, was da ist. Weg. Hier schauen wir es jetzt auf. Und da muss man aufpassen, wenn Sie den Bauch zuputzen, wenn Sie den Bauch so legen und schneiden, da sind Sie mit dem Messer am Fuß drin. Immer schauen, dass der Bauch schön am Tisch umliegt. So, jetzt schneiden wir hinten ein Stückchen weg. Jetzt schauen wir das wieder so gerade. Und ich schneide den auch noch gerade. Das müssen Sie nicht. Es schaut nur von der Optik her schön aus. So. Schauen Sie, der Schweinsbauch jetzt ist ein schöner Bauch. Gell? Da schauen Sie, ja, das passt. Das ist ein schöner Schweinsbauch. Jetzt zeige ich Ihnen, wie man es abschwartelt. Beim Abschwarteln. Da ist meistens ein Knorpel, dann schaut es ein kleiner, den schneiden wir weg. Bei Abschwarteln. Wichtig ist, dass es Messer schneidet und dass die Schweine nicht zu heiß gebrüht worden sind. Wenn sie zu heiß gebrüht worden sind, die Schweine, kriegen sie nicht abgeschwartelt. Messer schneidet eine und zieht das an. Schaut es, und sie schwarteln es auch unten. Dann dreht es her, noch einmal, Messer her, zieht das an. Hinten da ist es weg, ja, das ist wurscht. Schmeiß mal weg. Da noch einmal. Nehme das her, Messer rein, ziehen. Ja, ziehen, schauen Sie, die Schwarten. So. So. Und jetzt werden wir es klassisch machen. Klassische Methode. Wieder das Grundfleisch nehmen wir weg. Jetzt haben Sie zwei Möglichkeiten. Entweder Sie schneiden das mit dem Messer so einzeln an oder Sie schneiden das so an. So.
eins, zwei, drei, so. Jetzt nehmen wir den Zieger. Das Ding Arib nach der anderen. So. Mach so sind früher alle Schwänze bei euch gebandelt worden. Wie ich gelernt habe, da haben wir ja so 200 Sau jeden Tag gehabt. Dann sind die Beiche alle aufgehängt worden. Und dann am Freitag ist den ganzen Tag Schweinsbauch gebandelt worden. Und da hat es Leute gegeben, die kennen das nicht. Die schneiden das tief. Schauen Sie, da ist kein Schnitt drin. Siehst du das? Das ist, da ist. Das wollen wir hören, Schweinsbauchbandel. Sehen Sie das? Die stellen wir in die Brustspitze aber so her. Der Brustspitz geht da her. Das ist weg. Putz mal ein bisschen zu den Brustspitz. Dann ist halt den Brustspitz immer da weg, weil da ist mir. So. So schauen Sie. So passt das. Das Blutige ist immer. Das nehmen wir also verwurschten. Das so stelle ich dann für die Knochen noch zusammen, für Suppe. Das auch noch haben will. Da ist aber wieder die Ohren, das nehmen wir auch weg. Da schwarteln wir gleich ab. Schauen Sie, was ein bisschen schlampert. Das schneiden wir weg. Ich will ein bisschen was sehen. So. Na schon. Da ist es auch passiert. Und da sehe ich aber schon, da habe ich einen kleinen Knorpel drin. Und das schneiden wir gleich weg. Denn. Weil alles, was weg ist, ist weg. So. So, jetzt putzen wir den wieder zu den Bauch. Der Bauch. So, da schauen wir hinten schön gerade. Und die. So, da schauen wir noch. Schauen Sie, jetzt werden wir beide Beine anschauen. Jetzt anschauen. Der ist mit der Klinge angezogen, gell? Da bin ich viel tiefer drin. Da ist, der Bauch ist das gleiche Schwein. Der Bauch hat, ist mager, oder mehr Mageranteil. Für mich selber ist das der schönere gebandelt als das. Leider kriegt man es heute immer so. Aber sonst, das ist, da dürfte kein Schnitt drin sein. Ganz, ganz schön. Was aber der Vorteil von dem wieder ist, wenn es den Bauch trocknet, da haben sie, meistens bildet sich da drin, da, doppelt Schimmel. Weil da bleibt ein bisschen Feuchtigkeit, da schimmelt es gern. Wenn ich so bandel, habe ich das nicht. Gell? Aber vom Magerfleischanteil ist er so schöner. Sollte Ihnen das Video gefallen haben, bitte einen Daumen nach oben. Kritiken sind natürlich auch erwünscht. Und bis zum nächsten Mal, Ihr Profi-Metzger Ralf.